Freunde, jetzt aber Stern du gerade bekommen. 142 Traumato Level 70 Overkill hält hier die Stellung. Aber bevor wir jetzt angreifen, ich hatte gerade noch eingezogen. Von daher leveln wir den jetzt nochmal auf und hoffe einfach, dass da kein anderer mehr drin ist. 142 auf, wow, 13 kriegt er. Komm, wir hauen auch nochmal, wir haben noch Bonbons, wir hauen hier alle rein. Ich will es jetzt wissen, wir müssen ihn jetzt klatschen, das gibt's doch gar nicht. Alles rein und ich hoffe, das Wasser gegen, ich weiß nicht, welches Pokémon da gerade drin war, dass das irgendwie einigermaßen geht. Ich muss mir, glaube ich, mal diese Tabelle genau anschauen, welches Pokémon gegen welches stark ist, gegen welches schwach ist. Aber das ist, ja, das, weil das so viele Pokémon sind, ist das echt nicht leicht zu behalten. So, alles drinne. 207. Jetzt geht's los. Overkill. Du bist dran. Stern du. Wenn ihr Tipp für mich habt, wie ich besser kämpfe. Ich habe gelesen, dass einfach nur rauftippen momentan die beste Idee ist. Nein, jetzt sehe ich nichts. Wo ist es? Lol. Wo ist es? Was ist das denn für ein Bug? Ich hau einfach drauf. Wow, es geht. Krasser Bug, was ist los? Traumato, noch eins? Okay, noch ein Traumato. Aber es sieht ziemlich stark aus. Nein. Come on. Nein, knapp verkackt. 164er Traumato, wieso? Hat er mir jetzt nichts angezeigt, komischerweise. Leider noch immer wieder ein bisschen verbuggt. Habe ich denn... Ich hätte das an, aber trotzdem, er hat mir nichts angezeigt. Auch wenn ich das Handy hochgenommen habe. Hat also wieder nicht geklappt, weil da hinten noch ein Traumato war. Unfassbar, was ist los? Können wir vielleicht ein Pokémon beleben? Shigi, was ist mit Shigi? 128er Shigi? Oder 134er Blutzuck? Den müssten wir erstmal einen Trank geben. Den geben wir jetzt mal einen Trank. Versuchen es nochmal. Das gibt es da gar nicht. Zack, ist er wieder voll. Aber wir hauen jetzt nochmal den nochmal voll. Vielleicht können auch... So, diesen beiden sind jetzt voll. Gucken, ob wir jetzt was reißen können. Könnte man nur noch eins auswählen. Okay, wir nehmen jetzt aber mal trotzdem das Blutzug. Okay, let's go. Das kann ja nicht so schwer sein. Diesen bei einer Arena wegzuklatschen. Meine Motze sind doch gar nicht so schön. Und der ist wieder da. Das verstehe ich wirklich nicht. Sehr effektiv. Das ist geil. Jawohl, danach gebe ich noch ein Traumato. Also auch alles sehr effektiv. Boah, der ist aber wesentlich stärker. Ich hoffe, dass es trotzdem irgendwie geht. Go, go, go. Giftattacke eingesetzt. Nein, das funktioniert nicht. Ist einfach zu stark. Aber wir haben 100 Arena Prestige bekommen. 10 EP und ein Pokémon zumindest besiegt. Oh, was ist das denn hier? Oh, alles klar. Das sah aus, als ob das wieder zur Arena gehört. 110er, was ist das für ein Vieh, Mann? Zack, drinne. Und, kriegen wir es? Ich muss auf jeden Fall mein irgendwie 200 Pokémon richtig hochballern, damit ich überhaupt irgendwas reiße. So, neues. Nice, Mann. Das sieht krass aus. Das kenne ich noch nicht mal von früher. Tentacha, Wassergift, 110. So Freunde, letzte Arena auf dem Weg heute gegen Overkill. Er hat ein Pipi drin. Ne? Pipi. Und ich habe vorhin einen Fleckbomb gefangen. 207. Den lassen wir jetzt mal gegeneinander fighten. Ich hoffe, dass wir jetzt einfach gewinnen. Ansonsten müssen wir wirklich mal ein paar Tränke und so weiter einsetzen. Aber ich denke mal, den klatschen wir doch jetzt eigentlich so locker weg. Zack, 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 jawohl, sieht richtig gut aus. Gewonnen. Kommt da noch was? Und 108er Evoli, aber der müssen auch wegknallen. Come on. Yes, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Und noch was? Nein, du hast gewonnen. Geht doch, Mann. 206 Arena Prestige, 20 EP, 2 Pokémon besiegt. Das heißt, die Arena müsste jetzt frei werden für mein Pokémon. Da ist noch was drin, der sich gerade. Kann natürlich sein, dass wir... Weil es Arena Rot ist, weil die Arena Rot ist, dass das gleiche Team von mir quasi, dass ich gegen die nicht wirklich kämpfen kann. Aber ich stelle jetzt einfach mal meinen Drachen hier rein. Nein, ich stelle nicht den, wir stellen mein stärkstes Pokémon, stellen wir jetzt hier rein. Das ist eigentlich der 207 Fleckmon. Den müssten wir jetzt eigentlich, wir heilen ihn jetzt nochmal hoch. Go, rein da, ist voll, fast voll. Reicht das nicht? Nein, das reicht nicht. Es muss auf jeden Fall ganz voll sein.
Okay, dann ballern wir halt noch einen rein. Jetzt ist er ganz voll. Also stellen wir hier eine schöne Defense auf. Fleckmann geht rein. Ja, natürlich. So, wen haben wir jetzt hier drin? Wir müssen jetzt eigentlich zwei... Ah! Oh mein Gott! Alles klar, Leute. Jetzt habe ich es verstanden. Overkill ist hier. Viros, Phoenix und mein Monster. Arena Level 3. Ja, okay. Alles klar. Verstanden. Also einmal scrollen, da sieht man, welcher Arena Gegner hier drin ist. Okay, mein Pokémon ist drinne. Gucken wir mal eben hier hinten, was für ein Arena Level war das? Auch Arena Level 3, 507. Aber das erste ist schon down, so wie ich das sehe. Erste ist schon down. Das hat wir hinten auch rot. Hier ist alles rot. Traumato, genau. Und Slimer. 207. Wo ist denn hier was nicht rot? Da ist was blau. Da haben wir ein Taubsi. Sonst nix. Sonst nix. Da fight ich die ganze Zeit gegen die Arena. Man kann links und rechts scrollen. Einfach mal Hashtag Robbe Arena Noob in die Kommentare. Ich danke euch. Aber okay, woher soll man es wissen, wenn man es nicht kennt? Schade, dass hier so viele rote sind. Aber ich versuche nochmal eine andere Arena zu finden. Und vielleicht kriegen wir da mal einen Gegner. Da hinten ist einer mitten im Zoo. Bitte lass mich da irgendwie hinkommen. Das muss doch irgendwie klappen. Für mich ist hier leider Ende. Ich komme hier nicht weiter. Ihr seht es, da hinten ist die blaue Arena und da ist wirklich nichts Starkes drin. 64er Taubsi. Das war's schon, aber hier ist überall Schotter. Zudem seht ihr den Weg da links und rechts, ist überall der Zoo. Da komme ich einfach nicht hin. Schade, schade, schade. Aber okay, es war auf jeden Fall ein geiler Tag heute. Auch wenn wir nicht wirklich was klatschen konnten, sind wir wesentlich schlauer geworden, was Arena angeht. Einfach mal links, rechts scrollen, dann könnt ihr sehen, welche Gegner da drin sind. Ich mache mich jetzt wieder auf den Weg nach Hause. Ich danke euch Leute fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Pokémon-Video. Würde mich freuen, wenn ihr den Daumen da lässt. Dann gibt es auf jeden Fall wieder mehr Pokémon-Videos. Also, wir sehen uns. Macht's gut, Leute. Ciao.